Und es geht weiter. Thema W211E500. Im letzten Video habe ich euch gesagt, die Reise wird jetzt losstarten mit dem Mercedes-Benz von mir. Ich war jetzt beim Janni in der Werkstatt. Er hat sich das Kfz gerade angeschaut, ein bisschen geguckt hier und da. Ich habe schon ein paar Teile bestellt für den W211. Ich wollte nur nochmal, dass der Janni es nochmal guckt und es mir bestätigt, dass ich in Ruhe damit fahren kann. Also das heißt jetzt, in den nächsten Tagen werden wir jetzt, achtet jetzt wirklich drauf, 16 neue Zündkerzen, Spannrolle, Umlenkrolle, Keilriemen, dann geht es weiter mit Wasserpumpe, Thermostat, weiter geht es mit Innenraumfilter, Luftfilter. Luftfilter habe ich gerade abgecheckt, sieht wirklich nicht mehr gut aus, komplett dreckig geworden auf jeden Fall, dies wollte ich kurz gesagt haben. Dann die Felgenkappen sind 75 mm, die habe ich jetzt gekauft, bestellt, auf die warte ich. Die Reifen wurden bestellt, auf die warte ich jetzt auch. Heute mal im Auto, auch mal was anderes, mal was Neues. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich habe noch ein paar Sachen vergessen. Dann habe ich mir noch 3 Liter Öl bestellt. Ein paar Flüssigkeiten habe ich bestellt. Da war noch ein Teil. Ich habe insgesamt 12 Pakete auf jeden Fall bestellt für das Kfz. Dies zeige ich eventuell im nächsten Video. In den letzten Videos im letzten Jahr habt ihr ja gesehen, obenrum war das Kfz ja leicht am Schwitzen. Da werde ich jetzt 2 Deckel austauschen. Einmal vom Kühlwasserbehälter und einmal den Öldeckel werde ich austauschen. Sicher ist sicher. Ansonsten, wie gesagt, Keilriemen. Keilriemen hat der Jan ja auch bestätigt, kann man wirklich wechseln. Ansonsten habe ich jetzt nichts mehr für das Kfz, was ich alles kaufen kann. Ich würde sagen, fahren wir mal jetzt zu einer Location hin. Dann zeige ich euch das Kfz zurzeit, wie es jetzt aussieht. Also ich habe außen ein paar Sachen verändert. Also instand gesetzt, sage ich jetzt dazu, ja. Die rechte Seite hinten bei mir, da hatte ich einen Parkrempler vom Vorbesitzer. Wirklich vom Vorbesitzer, no joke jetzt. Dies werde ich euch gleich kurz zeigen. Aber dafür fahre ich jetzt irgendwo hin. Werdet ihr gleich sehen. Im letzten Video habe ich ja gesagt, ich muss auf jeden Fall zur Werkstatt, zum Janni. Und dies habe ich getan. Auf jeden Fall, ich bin zum Janni gegangen, damit er das Kfz abchecken kann. Und ich wirklich ohne Probleme, ohne Sorgen, inshallah fahren kann. Das war für mich wirklich sehr, sehr wichtig, dass da jemand abcheckt. Natürlich könnte ich jetzt ein paar Tage warten und danach zum Janni fahren oder zu einer anderen Werkstatt. Aber dann wären wir wieder knapp. Denn die 2 Mechaniker oder die 3 Mechaniker, die ich kenne, die machen heute, nicht heute, die machen am Sonntag den letzten Tag. Also Samstag arbeiten die noch und Sonntag ist für die auch Sommersaison. Die sind alle im Urlaub. Das Kfz jetzt beim W211 von mir am Wasserbehälter, also am Kühlwasserbehälter, am Deckel, da hat er etwas Wasser verloren, aber nicht schlimm, Freunde. Denn normalerweise könnte man damit easy fahren, aber nur wegen dem Deckel jetzt, die paar Euro, kann man natürlich auch wechseln. Ansonsten Thema Ermati, Gott sei Dank funktioniert die, keine Probleme. So, eine Sache habe ich vergessen. Ich wollte das Kfz kurz auslesen. Er hat zwar keine Fehler, aber ich wollte das Kfz gerne auslesen. Habe ich jetzt aber nicht. Ich würde jetzt sagen, ich zeige euch das Kfz von außen. Ich packe mal hier vorne rechts irgendwo. Dann zeige ich euch kurz das Kfz. Da können wir auch mal den Motor hören. Denn der läuft wirklich so, wie ein M113 laufen soll. Jeder sagt, M113 ist ein robuster Motor, kriegst du nicht kaputt. Ihr wisst Bescheid, was ich damit meine. Aber das war es jetzt aber auch, was ich jetzt für das Kfz als bestellt habe. Nur die 2 Deckel fehlen mir. Dies wusste ich natürlich nicht. Die werde ich jetzt noch kaufen. Aber ansonsten, bam. Ich habe eine super Location gefunden hier. Bah, hier musste nachts kommen. So, ich halte mal kurz hier an. Dann checken wir kurz das Kfz mal zusammen ab. Ich lasse das Kfz jetzt laufen. Eieiei, SPC läuft. Am Anfang dachte ich immer, das wäre mein Kompressor. Aber es ist doch die SPC-Einheit, die leicht seine Arbeit erledigt. So, schaut mal, wo ich jetzt bin. Ihr könnt mich gerne auf Insta verfolgen, Freunde. Zack, so. Die Stelle zeige ich euch gleich. Aber so, ich hoffe, ihr könnt etwas hören. So, hier, die Einheit hier komplett, wie ihr sehen könnt,
Dies wurde bestellt, habe ich ja gesagt. Die Filter sitzen hier. Innenraumfilter müsste hier sitzen bei dem. Hier, das hier meine ich. Hier. Dieser Deckel hier wird erneuert mit Lichtung. Öldeckel wird erneuert, wie ihr sehen könnt. Der hier, ansonsten hier am Ölkühler schwitzen die auch gerne, ist aber nichts. Aber wie ihr sehen könnt, hier, schaut mal genau hier hin. Genau hier hin. Kann man das sehen? Er schwitzt von dort, weil die Dichtung hier nicht mehr das Beste ist. Deswegen. Nach dem Urlaub werde ich noch meinen Ventildeckel-Dichtung erneuern. Dies wollte ich kurz gesagt haben. Jan hat auf jeden Fall abgecheckt. Ich kann so damit fahren. Ich mache das ein bisschen sauber. Und dann habe ich auch keine Probleme. Das fahre ich jetzt. Das wird wirklich wild, wenn alles klappt. Die Ermatik ist so. Thema W211. Und ich muss wirklich sagen, ich habe hier Platz ohne Ende. Das ist ein Kofferraum, ist, er müsste eventuell schon voll sein. Hier mache ich schon kleine Vorbereitungen. Die Aldi-Tüten können wir natürlich mitnehmen. Machen wir voll mit Schokolade. Ansonsten hier, da machen wir dazu. Habe ich mein Reserveöl noch natürlich. 1 Liter 229.5 muss das sein. Original Mercedes habe ich dabei. Ansonsten fällt mir jetzt gerade auch nichts ein. Ich wollte nur kurz was abchecken. Eine Warnweste habe ich noch am Start. Da bräuchte ich mir natürlich nochmal zwei extra Warnwesten. Schaut mal jetzt her. Wie sieht's aus? Geht doch voll klar, ne? Dies habe ich jetzt selber erledigt. Vielleicht mache ich dies in der Türkei nochmal. Bin ich kurz mit Farbe drauf gegangen. Sieht doch gut aus, oder nicht? Schaut mal von hier siehst du natürlich gar nichts mehr, ja? Hammer. So, ansonsten, die Reifen wurden heute bestellt. Vorne habe ich genommen 245, 40, 18. Und hinten habe ich genommen 265, 35, 18. Ansonsten bin ich am Überlegen, das Tappen werden wir jetzt gleich hier erledigen. Ich habe euch ja gesagt, es werden jetzt in den nächsten Tagen mehrere Videos auf euch zukommen. Deswegen, Freunde, falls ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Heute haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich denke mit Donnerstag, dass wir zum Janni fahren. Da werde ich das nächste Video raushauen. Eventuell am Donnerstagabend mal schauen, wie die Zeit sich ergeben wird. In dem nächsten Video danach werden wir die Reifen abholen, die Felgen abholen und dann geht es zum Fico AB. Da kommt noch ein Video auf euch zu. Eventuell noch ein paar Videos noch vor der Fahrt. Dies wollte ich kurz gesagt haben. Schaut mal her, wo ich bin. Das neue Kfz wurde für mich bestellt. W222 S63 AMG kommt bald an natürlich, ne? Nur das Beste für mich. Spaß beiseite. Waschkan ruft an. Ich habe ja gestern im Video gesagt, heute ist Dienstag, gestern war Montag. Ich muss nach Mercedes fahren wegen den zwei Teilen noch. Ich habe jetzt Öldeckel bestellt. Einmal hier. Und einmal einen Deckel vom Kühlwasserbehälter. Ihr könnt mal jetzt raten, was mich das ungefähr gekostet hat. Ungefähr. Ich hätte wirklich gedacht, so ungefähr plus minus 20 Euro. Aber Mercedes ist wirklich wild unterwegs. Eieiei. Ich habe bezahlt Teile Nummer A, dreimal die 0, 0101285. Das war jetzt unser Öldeckel. Ich habe jetzt dafür bezahlt 8,38 Euro plus die Mehrwertsteuer natürlich. Und jetzt kommt A210 501 06 15. Das war das teuerste. Das ist der Deckel vom Kühlwasserbehälter. Habe ich jetzt bezahlt 25,80. Insgesamt lande ich bei 34,18 Euro plus 6,49 Euro die Mehrwertsteuer. Das wären jetzt 40,67 Euro. RIP. Da habe ich noch nachgefragt wegen dem Teil jetzt. Was war das jetzt? Ölfilter. Ölfilter will Mercedes hier 38 Euro haben. Geil. Und da war vorhin noch ein AMG GT. Wirklich, Freunde, sehr, sehr schönes Kfz. Ich glaube, das nächste Kfz, das ich mir kaufen werde, es wird eventuell ein AMG. Boah, CLS 63, den V-Turbo könnte ich mir vorstellen. Oder der neue AMG GT Facelift, 120.000 Euro. Null Ausstattung. Crunch, nee, viel zu teuer. Ich werde jetzt gleich essen gehen. Schaut mal her. Wo sind wir bei Mehmet? Würde ich jetzt sagen, steht da oben drauf. Spaß beiseite, die Teile sind bestellt. Ich fahre jetzt Richtung Sport und danach bin ich beim Janni, aber erst morgen.
Heute habe ich jetzt frei. Ansonsten lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video, Freunde. Wenn ja, gebt jetzt einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal Fatih Szene. Wir sehen uns zum nächsten Mal.